Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das versprochene Bananenbrot Low Carb. Ich hoffe, euch interessiert das Rezept und ihr bleibt dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Als allererstes brauchen wir 250 Gramm Mandeln, die wir uns jetzt erstmal klein machen. Aufsetzen und die lassen wir jetzt 10 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinern. So, alles ist schön klein geworden. Jetzt kommt ein Teelöffel Natron dazu. Eine Prise Salz. 115 Gramm Butter. Ich habe mir hier schon mal einen Teil der Butter ein bisschen in Stücke geschnitten. Zwei Teelöffel Agavendicksaft, zwei Eier, zwei reife Bananen, die breche ich jetzt gerade in so Stücke und tue sie dazu. So, jetzt setze ich den Deckel auf und lasse das Ganze 20 Sekunden auf Stufe 5 vermischen. Nach den 20 Sekunden schiebe ich hier nochmal alles, was nicht richtig runtergezogen wurde und was am Rand noch klebt, schiebe ich einfach nochmal runter. So, und lasse das Ganze nochmal ganz kurz, also ich lasse es jetzt einfach 10 Sekunden nochmal auf Stufe 5 vermischen. Jetzt hat sich alles schön vermischt. Nun werde ich den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Nun fülle ich den Teig in meine Silikonkastenform. Die brauche ich nur kalt ausspülen, damit das Bananenbrot nachher gut rausflutscht. Wenn ihr eine ganz normale Kastenform nehmt, solltet ihr sie gut einfetten und mit gemahlenen Mandeln noch ausstreuen. So, mein Bananenbrot werde ich jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 60 Minuten backen. Und falls ihr nicht sicher seid, ob das Bananenbrot schon durch ist, macht bitte die Stäbchenprobe. Ja, meine Lieben, das ist das fertige Bananenbrot Low Carb. Wie ihr sehen könnt, ist es wirklich wunderschön aus der Silikonbackform herausgeflutscht. Und jetzt werde ich es euch noch anschneiden, damit ihr es auch noch von innen seht. Ja, so sieht es von innen aus. Wunderschön luftig und ganz locker, duftet himmlisch nach Banane, wirklich ganz, ganz toll. Wenn man mag, kann man auch noch eine Prise Zimt reingeben, das habe ich jetzt heute nicht gemacht. Ich esse es ganz gerne, gerade mit so ein bisschen Käse, zum Beispiel Räucherkäse esse ich gerne drauf. Wenn man das so mag, diese Kombi aus süß und ein bisschen herzhaft, ja, also das esse ich ganz gerne. Man kann zum Beispiel auch mageren Lachsschinken drauflegen, das schmeckt bestimmt auch ganz lecker. Ich esse ja keine Wurst, ich esse wenn dann Käse drauf oder meine vegetarische Wurst. Aber wie gesagt, probiert es einfach aus, testet selber euch durch, wie es euch schmeckt, was euch drauf schmeckt. Ihr könnt natürlich auch gerne nur das so essen, schmeckt auch sehr lecker. Ja, also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, probiert es aus und macht euch selber ein Bild. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr gebt ihm einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr meinen Kanal neu entdeckt habt, damit ihr kein Video verpasst. Ist natürlich kostenlos. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!